Goedemorgen. Lieve hemelse Vader, in naam van Jezus kom ik naar die en ik dank die voor die leven. Ik dank die voor die woord. Ik bid je ook dat we die principes verstaan. Ik bid het je in naam van Jezus Christus. Amen. Want we zijn vijfde Mose daar gekomen. Er zijn zoveel regelingen. Waar de Bijbel van redt, het Oude Testament, van waar man met andere mensen omgaan zal. Dat redt op een steht van die wat schuldig geworden zijn, wat schuld hebben met een ander in het zevende jaar, zal man dem de schuld erloten. Dat redt ook van, wanneer een zeer ongehoorzame Tjenje haft, zal man ver om staat brengen en de Ältesten der Staat. De Steine, dat weet wie dat van dort nicht so ist. Und weit leib, das ist wichtig, dass man die Tjenja erträgt. Die Bibel sagt, wer die Rute schont, hasset sein Sohn. Ich glaube, da sind so viele Prinzipien, ich würde jeder mitmachen, 5. Mose mal Eva zu lesen. Ich habe viel von Lehren. Ich habe sein, wie Gott über Sachen denkt. Wie wichtig ist ihm, dass wir erreicht sind. Wie wichtig ist ihm, dass wir dem Armen Geld behandeln. Gott macht dort all seine Tjenja dort Geld jetzt. Da ich habe das Vaterherz Gottes sein. Sagst du im Vers 10 von Kapitel 24, sagst du. Wenn ihr jemand etwas leiht, dann gebt nicht in sein Haus, um etwas dort selbst einen Pfand auszusuchen. Wartet draußen vor der Tür, bis er euch etwas herausbringt. Ist er so arm, dass er nur seinen Mantel verfangen kann, dann behaltet das Kleidungsstück nicht über Nacht. Gebt es ihm auf jeden Fall noch am selben Abend zurück. Er braucht es nachts als Decke. Dafür wird er euch segnen, denn ihr tut, was in den Augen des Herrn, eures Gottes, gut und richtig ist. Beutet die armen Tagelöhner nicht aus. Ganz gleich, ob es Israeliten sind oder Ausländer, die bei euch leben. Sie sind dringend auf ihren Lohn angewiesen. Darum gebt ihnen jeden Tag noch vor dem Sonnenuntergang ihr Geld. Sonst werden sie sich beim Herrn über euch beklagen und ihr habt Schuld auf euch geladen. Also, ich glaube, das sind wichtige Prinzipien. Das sind niemals abgehoben. Barmherzig sein. Barmherzig sein mit dem Armen, gerecht sein mit dem Tagelöhner. Sonst wurde die sich bei Gott beklagt, sagt es in Jesus, sagt der Jesaja, sagt, dass der Schrei der Tagelöhner erst beim Himmel gekommen ist. Also der Ungerechtigkeit, der Arme nicht nutzen. Ich glaube, da macht wie alle immer nur denken. Und wirklich, so handeln aus dem Herrn reicht das. Dann sagt es wieder in Kapitel 25, 13. Steckt euch nicht zwei verschiedene schwere Gewichtsteine in die Tasche, um beim Wiegen zu betrügen. Haltet in eurem Haus nicht zwei verschiedene große Getreidemaße bereit. Benutzt die richtigen Gewichtsteine und Getreidemaße. Also Gott will, dass die Menschen gerecht miteinander umgehen. Keiner soll dem anderen betrügen. Wie Jesus sagt, wir sollen den Nächsten Geld behandeln, so wie behandelt werden sollen. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir uns in dem anderen Sinne steht stellen und uns bewirten, wie uns handeln ist. Am wörtlichen Recht zu sein. Ich glaube, das ist ein schwerer Teil, und vielleicht auch ein heiter Teil an unserer Gesellschaft,
wat je raast is. En uit Leuwitjana dat kan weten wanneer ons dat vragen, woorden uit je wel zo behandeld zijn als het met een anderen amgo. Wanneer je aan een andere ziet stond, waar woord uit mij feilen. Ik geloof dat wat ons veel helpen. Wenn sie die Leute kennen, uns fragen nicht zueinander, wo diese fehlt, was an einer anderen Seite steht. Und wenn wir an dieser Seite stehen, dann ist ja auch mal bloß, you know, dann ist ja nicht, dass die Beter sind als die anderen, sondern dass Gott uns gnädig gewesen ist. Herr, ich bete einfach, dass wir das Wort verstehen von unserem Alltag. Das ist ein persönliches Thema, was uns zum Nachdenken bringt. Und ich bete, help uns einmal hier rasch zu sein. Help uns wirklich auch mit deinen Augen das praktische Thema im Spiel vom Wort Gottes zu betätigen. Und dass wir recht schaffen sind für dich. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.